Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100 Let's Play Project Zomboid. Wir sind zurück in Louisville und wir sind kurz nach dem Massaker vom Autobahnkreuz. So ein paar, Kollateralschäden möchte ich sagen. Die ungünstig gestürzte Zombies und so. Ups. Ups. Ups, sage ich. Ja. Hey, na sag mal. Das ist ja lustig, wenn der mich jetzt noch frisst, ne? Weil ich einfach hier zu stolz bin, den normal abzuschießen. Ich wollte eigentlich das Brecheisen aus dem haben, aber okay. Meine Güte. Gib mir das Brecheisen. Da war er. Ja, das brauchen wir später bestimmt. Oh. Also. Ihr seht, Massaker hin oder her, es gibt Überlebende. Ah, wobei so richtig lebendig sind die auch nicht. Ah, den Witz, den habe ich auch schon ausgeleiert hier lange. Oh, eine Banane. Lecker zum Banane. Schmeckt bestimmt nur ein bisschen modrig. Weißwein. Dose mit Tomaten. Na gut, geh weg. Wir fahren zurück zur Basis. Und zwar zur Basis aus Folge 1. Oh, ich bin ganz gespannt. Ich bin richtig gespannt. Oh, Licht. Wetter passt. Wie viel Tag ist denn eigentlich hier im Spiel? Ne? Das ist die Frage. Wie viele Tage haben wir schon überlebt? Hey, pass auf, die Zusammenfassung machen wir, wenn wir da sind. Also ich möchte ja an der Stelle die Staffel beenden. So viel ist schon mal klar. Boah, krass, wie diese Scheinwerfer hier rundum funktionieren. Also, ohne das jetzt böse zu meinen, wir beenden die Staffel dort ganz, ganz cool und das heißt aber nicht, dass die nächste Staffel lange auf sich warten lässt. Das heißt nur, dass ich eine kleine Pause mache. Weil es klingt immer so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich mache halt eine Sommerpause, bloß im Winter. Ich glaube, man sagt Winterpause, ne? auf jeden Fall, so ist der Plan. Und in der Winterpause könnt ihr euch The Long Dark von mir angucken oder so. Oder auch nicht, je nachdem, wie ihr Bock habt. Ist halt ein bisschen, wie gesagt, persönliche Gründe. Ich muss einen Umzug organisieren, eine Wohnung renovieren und so, bla. Habe ich alles schon erzählt. Und, naja. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es da aussieht. Wir haben ja schon einige Zeit in der Spielewelt überlebt. Mal mehr schlecht als recht. Und wenn man ganz genau nimmt, wären wir schon zombifiziert. Das hat, haben wir nur einem kleinen Bug zu verdanken, dass wir das nicht sind. Heißt natürlich auch, dass ich. Weiß nicht. Also, ist es schon ein Erlebnis gewesen bis jetzt, das muss man sagen. Ich habe selten einen Charakter gehabt, der so lange erlebt hat. Okay, ich bin hier natürlich extra vorsichtig, weil Let's Play und so. Im Multiplayer ist mir das eigentlich ziemlich egal, ob ich gefressen werde oder nicht. Da arbeite ich aber auch mit diesem Journal, ne, mit dem Journal-Mod. Das mache ich hier zum Beispiel gerade gar nicht. Ich glaube, hier ist die Tankstelle. Weil hier bin ich einfach so radikal, dass ich sage, wenn ich gefressen werde, dann bin ich tot. Und dann können wir überlegen, ob wir einen neuen Charakter machen oder nicht. Der kann ja trotzdem die Ressourcen von dem Charakter hier nutzen. Also, dann sind halt die Skills wieder auf Null. Aber macht ja im Prinzip auch nichts. Das kriegt man auch wieder hin. Das ist alles nicht so schlimm. Schlimmer wäre, wenn die Base abbrennt. Das muss man schon sagen. So, ich fahre jetzt mal hier lang. Das ist ein Spiffos, okay. Ich fahre ja übrigens nach Gefühl, ne? Ich weiß nicht, wo ich lande. Ich glaube aber so ganz richtig bin ich nicht. Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich trotzdem. So Bauchkribbeln, sag ich mal. Das hat einfach so ein bisschen was mit Nostalgie zu tun. Diese Häuser hier kommen mir tatsächlich ein bisschen bekannt vor. Ah, ne, sind sie nicht. Okay. Krass, aber
Quatsch. So. Was ist hier los? Hier ist eine Feuerwache. Cool. Oh, ich mag jetzt aber nicht auf die Karte gucken. Ich hätte mal, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich vorher auf die Karte geguckt, bevor ich mal blind drauf losfahre. Ne? Aber so. Ihr wisst, dass wir irgendwo links oben in der Stadt waren. Das heißt, ich brauche jetzt nicht zu doll hier nach rechts unten abbiegen. Na, ich fahre mal hier rein, wo ich lande. Ah, sieht nicht gut aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Ah. Hilfe. Unruhige Nachbarschaft. Zombie. Was ist das? Auch so eine Art Krankenhaus, ne? Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Was ist das hier eigentlich? Potato Co. Jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Map. Okay, wir sind viel zu weit. Wir müssen. Wo muss man hin? Scheiße, ey. Mittlerweile zu viel erkundet. Wo müssen wir hin? Ich bin eigentlich fast sicher, dass ich gut und richtig abgewogen bin. Oh oh, das fehlte ja noch. Ich dachte ja gerade, dass ich mich hier mal kurz hinstelle und nochmal die Karte gucke. Aber das kannst du vergessen, wenn deine Alarmanlage ausgelöst wurde. Naja, die Folge geht jetzt so lange, bis ich das gefunden habe. Das wird heute eine Überlänge-Folge, ne? Also abgesehen davon hat die Folge erst gerade angefangen. Also das finden wir schon noch. Ich muss mich halt bloß ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt hier wirklich keinen Bock, in Folge 100 gefressen zu werden. Das wäre wirklich ein bisschen daneben. Also, sicher wäre irgendwo episch, aber muss nicht sein. Und das lässt sich vermeiden. Das lässt sich alles vermeiden. Zack, ups. Auch das easy. Vermute ja stark. Ich fahre mal die nächste links. Ach, hier war mal vorhin das Test bevor. Ach du Scheiße. Die Menge an Zombies ist atemberaubend. Food Market. Ich meine, ich habe es ja schon mal versucht, die Stelle wiederzufinden, um mal kurz vorbeizufahren. War nicht wirklich erfolgreich. Weil das heißt ja nichts. Krass, ey. Das ruckelt doch wie die Sau. Hier muss eine Menge Zombie-Aktivität sein. Oh Gott. Ah. Aber klar, guckt euch mal die Häuser an. Da drin kannst du die stapeln. Wer weiß, was da rausploppt, wenn ich hier anhalten würde. Kommt mir auch ein bisschen bekannt vor hier. Das wäre mir schon mal in dieser Zwischenfolge gewesen. Als ich mit dem BMW hier durch bin, ja, doch. Da waren wir hier. Ja, ich schau mal hier weiter. Ich denke, ja, Benzin ist noch drin. Oh, da steht noch ein Humvee. Aber der ist garantiert kaputt, wenn der in so einem Crash-Event ist. Alter. Alter.
geht weg. Oh oh. Ah, Louisville ist echt abnormal. Nicht mehr feierlich. Schon riesengroße Gebäude zu sein. Man sollte auch wirklich den Teufel tun, neben solch hohen Gebäuden irgendwie anzuhalten und dort Sachen anzurichten. Die sind meistens wirklich bis unter die Decke vollgestopft mit viel mit Zombies. So, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da unten bin ich. Okay, da bin ich schon zu weit. Ich glaube nämlich, ich muss hier hin. Also heißt zurück an der großen Straße links. Also ich würde meinen, dass ich da hin muss, ne? Hier so, das sieht mir nach Uni aus. Mal sehen, ob das richtig ist, was ich vermute. Ja, Herr Grabräuber, hin oder her. Das ist nicht die große Straße, ich suche eine zweispurige. Die hier. So, und hier links runter. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, wir sind da. Da steht ein Humvee. Genau. Links ist eine Post. Ist alles schon ein wenig am Überwuchern. Jetzt fahre ich mal hier rein. Und jetzt sind wir. Oh, krass, hier fing alles an. Pack den mal hier. Nee, das ist da, wo ich. Ach, meine Bratpfanne. Ja, wie cool. Ich pack den ja auch da, wo unsere Flucht anfing. Ich würde sagen, hier stand der, ne? Vielleicht oben weiter links. Ah. Auf jeden Fall stand das Auto, was jetzt an der Base steht. Hier. Was ist da ausgemacht? So. Ja, krass. Da sind wir rausgekommen. Unser erster Zombie kam da irgendwo rein. Ich werde mal eine Nacht schlafen. Dann gucken wir uns das bei Tag an. Ja, komm mal her. So. Ein frisches Brot hat er direkt dabei. Na gut. Und Klebeband und Eier und sowas. Als wir das letzte Mal hier waren, ging noch Strom und Wasser. Das ist mittlerweile ein bisschen vorbei, die Zeit. Ah. Ist noch ein Reifen. Ach, den musste ich zurücklassen, ne? Ja. Das Auto. Und ich glaube, könnte das hier die Basis gewesen sein? Das ist eine kaputte Tür. Das ist nicht die Basis. Das ist die Basis, weil die Fenster zu sind. mit ein paar Säcken auf dem Boden. Oh, hier ist noch Zeug. Mehl. Cool. Mit einem Saftpäckchen, was noch nicht verrottet ist. Wie lustig. Mal, können wir mal. Wasserfall, was Flasche befüllen, ne? Aber krass, das ganze Essen alles verrottet. Ja, logisch, weil der Strom ausgefallen ist. Ich meine, das war abzusehen. War lustig. Was liegt hier noch? Haufen verrotteter Kohle und so. Noch ein Sack. Oh. Hätte ich auch Zeug drin hier, ja genau.
Gut, ich würde sagen, ich werde mal ganz kurz mich da oben ins Bett legen. Dann schauen wir mal den Tag hier drüber. Hier ist nicht das Bett. Wäre Hammer. Guter Tausch. Hier war das Bett, ne? Zack. Es ist halt immer noch ein bisschen falsche Uhrzeit. Dann schauen wir uns auch ein bisschen hier die Nachbarschaft an. Bin da trotzdem mal schauen. Also, ich hätte erwartet, dass hier mehr passiert ist. Ne? Das ist alles so ein bisschen, sag ich zu, wie Muchert. Hier, teilweise ist der Efeu ein bisschen höher gewachsen, aber so richtig krass noch nicht. Was ich jetzt mal machen könnte. Kriegen wir mal eben die Zeit rum. Können wir mal ein kleines Massaker anrichten. Aber. Ja, ich mache einfach mal ein bisschen Fitness, würde ich sagen. Wie war das so? Zack. Schon lange keine Liegestützsprünge mehr gemacht hier. Jo, cool. Also das ist ja alles leer gelootet, da brauche ich jetzt auch gar nicht weiter reingucken. Die Basis ist ja auch nicht wirklich ausgebaut. Was mich jetzt noch interessiert, ist hier oben. Wie sieht es hier aus? Die Straße, na, ein paar Zombies sind immer noch unterwegs. Hey, raus aus meinem Block. Aus meinem Block. Auch wenn ich hier nicht mehr wohne. Kann man ein bisschen Action machen. Ja, ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich die ersten Folgen in diesem Haus hier gespawnt bin und dann eigentlich den Plan hatte, in das Pizza World rüber zu gehen und dann war aber viel zu viel los, zombie-technisch. Aber heute natürlich gar kein Problem mehr. Ein Waschsalon, okay. Boah, die Tür. Da drin ist immer noch das Blut von damals. Erstmal hier wieder den Block ein bisschen sauber machen. Oh, da war jemand in meinem Haus. Das ist unfassbar. Da drin immer noch, ne? Diese Häuser, da haben wir alle nicht durchsucht damals. Ich war dann eigentlich nur noch so, dass ich gesagt habe, hier ist mir zu gefährlich. Ich möchte auf dem Land groß werden. Aber das war eigentlich auch die vernünftigste Entscheidung, wenn ich so gucke. Also. Schaut euch mal an, was hier abgeht. Klar, das hätte man alles irgendwie hingekriegt und man hätte auch den Block Stück für Stück aufbauen können. Aber das ist halt trotzdem eine Menge, ne? Muss aber sagen, die Startbedingungen waren schon recht fair. Also, ist okay. Guck mal, hier haben wir mittlerweile jetzt zerfressen. Also, ich muss nochmal zurück zu den Startbedingungen. Die hätten mich, ich hätte es viel schlimmer treffen können. Es war durchaus machbar und wie ihr seht, ich habe es auch gemacht, weil ich mich durch die Gassen schleichen konnte. Ne? Wenn mich das in irgendein Haus gespawnt hätte, mitten auf dem Feld oder so, wo man sich nicht lang schleichen kann. Und rundherum ganz viele Zombies, dann hätte ich das nicht gepackt.
Alles, da war das Spiel echt gnädig. Das Interessante ist, jetzt sehe ich mal ein bisschen mehr vor dem Block. Wir sind ja eigentlich nie so weit gegangen wie jetzt gerade schon, weil sich alles irgendwo da in diesem Block abspielte. Und das war auch gar nicht so möglich. In eine Richtung war ein Zombie und wir waren einfach zu schlecht. Ne? Muss man sagen, die Stats waren so beschissen am Anfang. Keine Waffen, nix. So. Das Haus hier hätte ich auch gerne mal erkundet. Sieht mir jetzt mittlerweile nach Büros aus. Das kann man vielleicht in der nächsten Staffel dann mal in Angriff nehmen. Ist auch interessant, hier scheint eine Tierklinik zu sein. Animal Hospital sehe ich hier. Ah, da drin hätte es Medikamente gegeben. Was ist hier los? Schauen wir mal hier rein. Bei diesem Bäckerladen. Oh, na ja. Krass. So. Kapitäns Cap. Hatte von Louisville. Felix Refresher. Wäre noch im Modeladen gewesen. So. Hier möchte ich rein. Das Haus der brennenden Mikrowelle. Ach guck mal, hier liegt noch ein Speedloader und ein bisschen Munition und so. Schau mal. Also, Hausbesitzer hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da hat sich sogar einen Schlüssel genommen. Der Schlingel. Ich frag mich, ja, die werden mich wahrscheinlich hier durch die Fenster und so. Oh. Scheiße. Aber krass, dass hier überall wieder Zombies drin sind, ne? Magnum. So, Rucksack ist natürlich interessant. Und eine Metallplatte. Ach komm, lass. So. Zu vermieten. Na du? Ah, oh, sag mal. Schlüssel. Speer, was ist das denn? Ha, na gut. Ach krass, guck mal. Anziehen. Einfach so. So, die finden uns nie. Wir sind getarnt. Scheinbar doch. Habe ich noch was dabei? Achso, der hat dann das Ding ausgezogen. Na gut, macht ja nichts. Oh! Raus aus meinem Zimmer. Unfassbar. Unfassbar. Also. Jetzt hier mein Rindfleisch bedient. Ja gut, ich habe die. Man muss ja fairerweise sagen, ich habe die Dinge. Das Zimmer hier aufgegeben, nachdem es da gebrannt hat. Eigentlich kann ich froh sein, dass damals nicht mehr passiert ist. Das hätte viel, viel schlimmer kommen können, als dass da bloß ein Stück Tisch wegbrennt. Aber krass, ne? Mal alles hier leer geräumt. Liegt noch ein bisschen Zeug auf dem Boden, eine Tasse mit Wasser sogar. Eine schöne Topfpflanze gibt es und die ist immer noch grün. Was übrigens auch im nächsten Patch kommt, ne? Dass diese Topfpflanzen gewässert werden müssen, sonst verrotten sie. Liegt hier noch eine Bandage, guck an. Jo. Ah, ich ziehe das mal wieder so an.
Zack. Zack. Löse ich das Chili-Zeug auch aus. Jetzt gehe ich nochmal durch den Greensladen, guck mir den an, wie es da drin aussieht. Ich meine, es hat sich ja wahrscheinlich nicht viel erinnert, was das der ganze Krempel verrottet sein wird. Die haben die ganzen Türen weggerissen, ne, die Zombies. Was ist das? Ach, ja, das Hilfepaket, guck mal. Au, oh, nee, halt. Ah, ist alles weggerottet. Krass. Aber man könnte hier noch eine Weile überleben, wenn man es drauf anlegt. Ja, das ganze Dosenkram ist alles noch da. Boah, ein Kaffee. Teebeutel nehme ich auch noch mit. Das ist schon irgendwie ein kleiner lustiger Trip hier. Hinterzimmer wäre randvoll mit Säcken mit Obst und sowas, ne? Hat man ja einiges gefunden. Was auch fürs Überleben am Anfang eigentlich extrem praktisch war. Ja, also verhungert wären wir auf gar keinen Fall. Kiste Hinterhof. Hatte ich das eigentlich alles? Ja, ne? Das hatte ich alles leer geräumt. Da ging es auch ein bisschen dann ab. Da war da irgendwie Fast Food und so. Die Kartengabel, guck mal. Warum droppen die denn jetzt eigentlich alle sowas? Also damals hat mir das übelst geholfen. Jetzt gerade überhaupt bin ich überladen. Okay. Es ist schon ganz lustig. Auch hier diese kaputte Bratpfanne, das ist hier noch nicht, finde ich lustig. Wann? Oh, komm, die nehmen wir mit. Das ist die heilige Bratpfanne. Aus Folge 2 oder so. Ich weiß noch, dass die ein oder zwei Zombies haben wir damit umgebracht, weil ich damals noch nichts Besseres hatte. So, jetzt gucke ich hier nochmal durch. Mein Spawnhaus. Ja, krass. Diese ganzen Bücher, ne, wie ich die alle ignoriert habe, weil ich einfach Analphabet war. Lustig. Okay, aber hier noch in Erinnerung geschweckt. Die Apokalypse hat hier angefangen und hier endet sie auch. Hier in diesem Großraumbüro. Ich glaube hier. Nein, in so einem Raum war es nicht. Es war bestimmt einer, wo ich das Fenster offen. Es könnte schon so ein Raum hier gewesen sein, aber klappert es noch irgendwo, ne? Zombies sind immer noch dabei, das Haus zu zerlegen. War es wo? Kann sein, dass es hier anfing. Ich glaube hier in Sommer. Nee, auch nicht. Ja, das kommt hin. Ich glaube hier in dem Raum fing es an. Wir machen mal zu. So. Schauen wir doch mal ein bisschen Statistik. Wie viel haben wir seitdem gemacht? Wir leben jetzt schon 2 Monate, 29 Tage. Das sind etwa, muss ich schwindeln. Ich vermute mal stark, es müssten etwa genau 90 Tage sein. Ne? Das kommt schon hin. Ja, 90 Tage und 12 Stunden. In der Zeit haben wir 15.292 Zombies umgebracht. Ja. Hauptsächlich mit dem Brecher, das ist auch interessant. Die Skills sind um einiges gestiegen. Wir sind noch lange nicht auf Anschlag. Das ist noch eine Menge Raum nach oben für Staffel 2. Es sind am Kopf nicht geschützt. Okay. Also war schon eine wilde Reise bis jetzt. Ja. Also, Leute, brauche ja nicht lange drum rumreden und ich habe es auch schon erzählt. Wir machen an der Stelle hier mal einen Cut. Ich mache ein bisschen Aufnahmepause, kümmere mich ums RL. Lad euch trotzdem weiter die Long Dark hoch. Das kommt dann ab morgen. Nicht wundern, ich werde die ersten paar Folgen gehen. Wie soll ich sagen, nach der vierten Folge geht es weiter. Nur falls ihr euch wundert. Und hier geht es auch weiter. Ich weiß bloß noch nicht wann. Wir könnten ja gerne ein bisschen Feedback da lassen, was man vielleicht in der zweiten Staffel anders oder besser machen können, was ich oder was so bleiben kann. Keine Ahnung. Schreibt, was ihr wollt in die Kommentare. Ich lese mir das durch und nehme es mir zu Herzen.
Ich kann jetzt aber auch gar nicht anregen, was da gerne geschrieben werden könnte oder so. Das ist einfach, ich freue mich halt über jeden Kommentar, der da ist. Und ich freue mich halt auch, dass ihr zuguckt und dass das Projekt so gut angekommen ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Staffel. Ja, bis dahin, wirklich, wenn ihr das bis jetzt geguckt habt, vielen, vielen Dank. Danke, dass es euch gefallen hat. Danke, dass das, oder, ja, was heißt danke, dass es euch gefallen hat? Das ist ein dummer Satz. Freut mich jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, tut es mir leid. Das ist halt dann auch so, wie es ist. Aber auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ja, um es nur nochmal so zu sagen. Ja, dann sehen wir uns in der zweiten Staffel und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, macht's gut.